Also der Disneyland-Park hat mittlerweile 28 Obstdeckel vom Park. Es ist sehr groß, wir müssen mehrere Lines machen. Das habe ich gestern beim Fahrer-Meeting vorgeschlagen und die Fahrer sind begeistert vom Konzept. Also wir werden heute drei verschiedene Lines fahren und somit werden wir herausfinden, wer der Kreativste ist. Wir starten um 11:30 mit der Jam Session. Es werden alle Fahrer runtergelassen. Snowboarder, Skifahrer und die Girls. Ja, ich finde es passt schon, obwohl ich Race nicht so gern fahre. Aber es ist eine Gefährdung, weil man kann Trails und Tricks zeigen und es ist immer sehr schwer, sich selber einzuschätzen. Die anderen Fahrer sind auch ziemlich gut gefahren und ich habe immer Respekt bei den anderen Fahrern. Da muss ich schauen, wie die Judges entscheiden. Sage ich mal, meiner Meinung nach eine Chance für Newcomer, dass groß rauskommen. Und es ist sicher gut, wenn so 15-jährige, 16-jährige Fahrer mitfahren und richtig gut üben, ist eine gute Chance für sie, dass sie einfach gute Sponsoren kriegen und gut fahren reinkommen. Okay, ich suche für die ersten drei, aber bitte zu den Videos runter.